Heute gibt es mal ein Video, welches nicht von Willi handelt, sondern von Kluntje. Kluntje ist eine 9 Monate alte Cocker Spaniel Dame. Und ich helfe eben ab und zu Hundeenthusiasten bei der Ausbildung ihrer Hunde. Und ja, Kluntje gehört dazu. Die soll mal Fährtenhund werden. Und als ich die Hündin zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort gesagt, die kann durchaus mal nationales Fährtenhundniveau schaffen, weil die unheimlich intensiv und tief sucht. Also wirklich sehr, sehr schön. Das sieht man gleich. Ich habe jetzt hier die Fährte gelegt, deswegen suche ich die auch ab. Gelegt habe ich ja eigentlich nur, weil die Hundeführerin im Stau steckt und dann habe ich gesagt, okay, komm, leg schon mal die Fährte. Hier siehst du aber, dass aller Anfang schwer ist. Also so die ersten 10 Schritte rein in die Fährte und auch der Ansatz und das alles ist eine Katastrophe. Das siehst du hier, der Hund sitzt überhaupt nicht, hat überhaupt keine Ruhe, wenn du die Leine unter den Läufen, unterm Bauch durchführen willst, legt er sich hin. Also noch ist die Hündin weit weg von dem, was sie am Ansatz zeigen müsste, aber ist egal, die ist erst 9 Monate, wir fangen gerade erst an. Die Fährte hier hat erstmalig nicht in jedem dritten Leckerchen, da sind mehrere Stellen drin, wo das Leckerchen weg ist. Du siehst hier am Anfang völlige Katastrophe. Dann steht sie quer dazu, dann habe ich eine Zeit gebraucht, bis dass ich verstanden habe, die mag das nicht, wenn ich direkt hinter ihr stehe. Ja, das verträgt die irgendwie nicht. So habe ich schon mit Willi angefangen, sehr erfolgreich. Immerhin als jüngster Hund Platz 22 bei der Bundessiegerprüfung. Und ich gehe gleich die komplette Leinenlänge, ich glaube es war eine 2 Meter Leine. So, da siehst du es hinter den Hund und jetzt wird das besser. Ja? Und jetzt ist sie im Modus drin. Ja, und wie gesagt, erstmalig hier an mehreren Stellen keine Leckerchen mehr im Tritt. Und ein Winkel. 2 Winkel, einer wirklich ein scharfer Winkel und einer war so ein bisschen mehr bogenartiger Winkel. Ja, und für eine 9 Monate alte Hündin, die noch gar nicht so viel trainiert hat, ich habe bestimmt mit dem Willi 10-mal mehr trainiert als die Hündin hier, der Willi war mit 9 Monaten, kannst du gerne auf den in der Playlist Fährten-Videos auch nachschauen. Der war mit 9 Monaten weiter, aber ich habe auch viel mehr trainiert. So, und die Hündin hier, die trainiert vielleicht 3-4 Mal in der Woche. 3-mal in der Woche. 2-3-mal in der Woche, nicht 4-mal. Und dafür, wenn du es jetzt mal hier anschaust, die ist jetzt im Modus drin, sucht die sehr, sehr gut. Die Nase ist unten, richtig tief rein ins Gras, die sucht sehr intensiv, ist da okay, jetzt liegt noch ein Leckerchen in fast jedem Tritt, aber ist da sehr intensiv dabei und das macht schon Spaß. Also da muss ich sagen, wenn hier die Probleme am Anfang durch ein vernünftiges Training der Unterordnung, was aktuell noch nicht so richtig stattfindet, mal verbessert wird und dann die Gegenstände ordentlich reinkommen, dann hier siehst du den ersten Winkel und die top gemacht, immer noch mega intensiv, immer noch mega tief mit der Nase. Also wenn der Anfang mal ordentlich gemacht wird und die Gegenstände reinkommen, dann wird das ein richtig guter Fährtenhund. So, jetzt muss man dazu natürlich noch sagen, die Besonderheit hier ist, die Cocker Spaniel Hündin stammt jetzt nicht aus einer Leistungszucht oder aus einer Jagdzucht oder was auch immer. Das ist ein Feld-, Wald- und Wiesen Cocker Spaniel. Zeigt eigentlich auch, dass im Prinzip jedermann mit seinem Hund, wenn er ein bisschen
in die Richtung veranlagt ist, eine Fährtenhundprüfung machen kann. Da spricht eigentlich überhaupt nichts gegen. Also ein Fährtenhund muss nicht immer ein Schäferhund oder ein Malinois sein. Es gibt sogar einen Herrn, der sogar auf die Weltmeisterschaft mit seinem Cocker Spaniel gegangen ist und da gar nicht mal eine schlechte Figur gemacht hat. Mir ist der Name im Moment entfallen. Ich schaue mal eben nach, den liefere ich jetzt gleich. So, da habe ich ihn gefunden. Das ist der Martin Rotzoch. Und wie man hier sieht, ist der mit seinen Cocker Spaniels, witzigerweise heißt er Peter Maffei, den er da aktuell führt, auch international schon in Erscheinung getreten und national etliche Male auf dem Podium gestanden. So, das war's von mir für diesen Sonntag. Wie du siehst, hier am Gegenstand, das war das erste Mal, dass ein Gegenstand in der Fährte lag. Müssen wir auch noch arbeiten. Wenn du magst, gerne wieder einschalten. Nächsten Sonntag gibt's das nächste Video.